Bestimme, ob die folgenden Zahlen Primzahlen, zusammengesetzte Zahlen oder keines von beiden sind. Als Rückblick wollen wir uns zuerst mal schnell anschauen, was Primzahlen sind. Primzahlen, wie du in anderen Videos schon gesehen hast, sind natürliche Zahlen, welche nur zwei Faktoren haben. Und diese zwei Faktoren, magst du dich erinnern, was die sind? Genau, 1 und sich selbst. 3 hat zum Beispiel als Faktor nur die 1. 1 mal 3 gibt 3, 1 und 3 und keine weiteren Faktoren. Zusammengesetzte Zahlen sind natürliche Zahlen, welche mehr Faktoren als nur 1 und sich selbst haben. Keines von beiden. Zu diesem Fall werden wir ein sehr interessantes Beispiel anschauen. Beginnen wir doch mit der 24. Die 24, was hat die für Faktoren? Die hat als Faktoren auf jeden Fall die 1. 1 mal 24 gibt 24, das heißt 1 und 24. Was hat sie denn für weitere Faktoren? 24 kann ich durch 2 teilen, 2 mal 12, das heißt, wir haben 2 als weiteren Faktor und die 12 als weiteren Faktor. Ist die 24 auch durch 3 teilbar? Ja klar, 3 mal 8 gibt 24, das heißt, wir haben die 3 und die 8 als weitere Faktoren. Ist die 24 eventuell auch durch 4 teilbar? Ja, durch 4. 4 mal 6 gibt 24, das heißt, wir haben noch die 4 und die 6 als weitere Faktoren. Die 5, welche dazwischen liegt, durch die 5 ist die 24 nicht teilbar. Das heißt, 24 ist eine zusammengesetzte Zahl, weil es mehr als zwei Faktoren gibt. Gut, schauen wir uns doch die 2 an. Die 2, was hat denn die als Faktoren? Die 2 hat als Faktoren, ja, die 1, 1 mal 2 gibt 2, die 1 und die 2. Es gibt keine weiteren Faktoren. Das heißt, 2 ist eine Primzahl. Und das Interessante an der 2 ist, die 2 ist ja auch eine gerade Zahl. Alle gerade Zahlen, wie du weißt, sind durch 2 teilbar. Damit ist 2 die einzige gerade Primzahl. Die einzige gerade Primzahl. Gut, schauen wir uns doch dann die 1 an. Durch was ist denn die 1 teilbar? Ja, 1 mal 1 gibt 1. Das heißt, die 1 hat nur sich selbst als Faktor. Und damit ist sie keine Primzahl. Sie ist nämlich keines von beidem. Weder eine zusammengesetzte Zahl noch eine Primzahl, weil sie nur einen Faktor hat und nicht zwei, wie wir das für eine Primzahl definiert haben. Schauen wir uns dann doch noch die 17 an. Durch was ist denn die 17 teilbar? Ja klar, die 17 ist sicher mal durch 1 teilbar und durch 17 ist sie teilbar. Ist sie durch weitere Zahlen teilbar? Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht teilbar durch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oder 16. Deshalb ist sie eine Primzahl.